Die Arbeit hier oben am Strommast ist nichts für schwache Nerven. Schwindelfrei müssen die Monteure sein und wetterfest. Im Leitungsrohr gibt es grundsätzlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Aber unsere Professionisten sind natürlich gut ausgestattet mit der jeweiligen Schutzausrüstung. Die Arbeiten müssen immer zügig und zeitgerecht erledigt werden. Und das ist natürlich entscheidend für die Versorgungssicherheit. Und das Netz schläft nie. Und dieses Netz muss gewartet und erneuert werden. Hier in Bruck an der Großglockner Straße werden deshalb bei einem 2 Kilometer langen Abschnitt der wichtigen 110 kV-Verbindung zwischen dem Umspannwerk Pinzgau und dem Umspannwerk Pongau die Seile gewechselt. Die Leitung ist in den 70er Jahren erbaut worden, ist damit schon in die Jahre gekommen. Und wir tauschen jetzt einfach die Seile wieder aus, damit es frisch sind. Auch die Armaturen werden erneuert. Seiltausch, da werden die alten Seile in Rollen gelegt, abgezwickt und mit diesen alten Seilen dann die neuen eingezogen. Über einen gesteuerten Trommelbock werden die neuen Seile abgerollt. Eine weitere Maschine, die Achterbremse, sorgt für die richtige Zugspannung. Die Montage auf den Masten bleibt aber Handarbeit, eine wichtige. Denn mit dem Seiltausch werden auch neue Kapazitäten für zusätzliche erneuerbare Erzeugungsanlagen geschaffen. Die Leitung ist wichtig für die Zukunft, weil sie zum Beispiel Wasserkraft aus dem Gasteinertal einspeisen kann und damit wesentliche Kapazitäten geschaffen werden. Damit bleibt das Netz fit für die kommenden Jahrzehnte und die Herausforderungen der Zukunft.